Bischof, wir haben gestern einige Gesichter wieder auf dem Trainingsplatz gesehen, die wir lange nicht mehr gesehen haben, hat uns gefreut. Bei dir war es sogar so, im Gegensatz zu anderen, auch wieder voll in die Zweikämpfe. Da bringt sich die Frage auf, wie weit siehst du dich? Ja, ich denke, dass wenn ich schon die Zweikämpfe aufrühren kann, dann ich bin schon bei 100% dabei. Die Frage ist nur wegen meiner Kondition, wie ich kann das alles durchhalten. Ich habe jetzt in dieser Pause daran gearbeitet und ich hoffe, dass das sieht auch nicht so schlecht aus. Dieter Stöger hat eine klare Philosophie. Wie würden Sie die umschreiben? Ja, schon sehr gut in Defensive stehen, dem Gegner das Spiel schwer zu machen. Und wenn wir den Ball haben, sollen uns auch den Ball behalten und das Spiel verlagern. Aber auch wenn es Möglichkeit gibt, dann auch schnell umschalten. Peter Stöger ist ein Trainer, der die Kommunikation sucht. Wir sagen, er ist ein Menschenfänger. Wie unterscheidet er sich von der Persönlichkeit von vielen anderen Trainern, die Sie schon während Ihrer Karriere hatten? Erstmal, ich arbeite nicht so lange erstmal mit Trainer Stöger. Das ist, ich war auch bei den Spielen leider nicht dabei und ist für mich jetzt schwer zu beurteilen, wie ist der Unterschied zwischen den anderen Trainern. Aber dieser erste Kontakt mit ihm war sehr locker und er ist sehr, sehr freundlich. Deswegen, das ist oft letztes Mal mit den Trainern, welche mit ich gearbeitet habe. Der Verletzung von Lukas Piszczek, sagt das Trainerteam rund um den ehemaligen Trainer. Wie sehen Sie das? Wie haben Sie das aufgefasst? Und impliziert war ja auch eine doch sehr deutliche Kritik an Sokratis. Sie hätten die Mannschaft mitgerissen, das hat gefehlt. Sokratis eben nicht. Ist schwer zu beurteilen für mich, weil wenn ich verletzt war, ich war nicht oft mit der Mannschaft zusammen. Wenn der Trainerteam das so gesehen hat, dass meine Person da geholfen hat, ich freue mich, aber das ist für mich ganz normal einfach, weil ich versuche immer das Beste auf den Platz zu geben und auch die anderen Mitspieler zu helfen. Und ich weiß nicht, was war danach auf dem Platz. Ist für mich schwer zu sagen für jetzt für diese Situation, was da los war. Haben Sie ihn anders erlebt? Also er wird ja beschrieben als derjenige, der eben nicht mitgerissen hat und da hat sich das Trainerteam mehr gewünscht. Ich weiß nicht. Papa ist ein Mensch, braucht auch sehr viel Vertrauen, denke ich. Und er ist vielleicht auch nicht der lauteste. Aber der macht immer seine Arbeit auf dem Platz und das ist jetzt für mich nicht das Thema, dass Papa uns nicht geholfen hat oder sowas. Wie viel mehr Qualität kommt jetzt zurück durch die Rückkehrer? Alle sprechen ja davon, auch natürlich, dass Sie wieder da sind, dass die Defensive stabilisiert ist. Wie viel mehr Qualität kommt zurück, wenn Sie... Ja, also Mario, Marco, Gonzo, ich, Erik, sind schon viele Spieler, die Fußball spielen können und ich denke, dass wenn wir alle fit sind, dann können wir der Mannschaft auch viel geben und das ist nur die Frage, wann wir bei unserer Fitness 100% sind. So. Ja, so schnell wie möglich fit sein und spielen. Ich hoffe, dass vielleicht das gegen Wolfsburg wird, aber dann entscheidet auch der Trainer. Er sieht das von außen und beurteilt alles. Und wenn er sagt, ich bin noch nicht bereit gegen Wolfsburg, dann nicht, aber ich werde so schnell wie möglich versuchen, wieder bei meinen 100% zu sein. Dankeschön.